5, 4, 3, 2, 1. Welcome back. Schön zu hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Toni-Podcasts. Es ist die 14. Ausgabe und wie immer begrüße ich an der orangenen Box die Sarah. Hallo zusammen. An der regenbogenfarbenen Box den Moritz. Hallöchen. Und an der Camouflage-Box den Jeppe. Ja, hallo Sven. Ich leite dich gleich weiter zum Support Center. Jeppe, ich kann deine Box gar nicht sehen. Ja. Und ich finde es total unfair. Ich hatte die regenbogenfarbene für mich angemeldet. Ja, ich hatte extra Boxen für euch gemacht. Ah, gut, okay. Habe ich mich vertan. Wie auch immer. Folge Nummer 14. Wenn einer eine Reise tont. Wieder. Kudos an Jeppe. Du bist deine Wortspiele. Ist die Frage, ist ein Einschalt oder ein Ausschaltgrund das Wortspiel? Das entscheiden Sie jetzt. Bitte bleibt. Denn heute geht es, wie der Name schon vermuten lässt, tatsächlich ums Reisen, wie immer mit einem Hörspielbezug. Wir wollen uns fragen, egal jetzt, ob die Reise per Zug, per Auto, per Fahrrad oder sonst wie erfolgt, wie genau wird das denn in den Hörspielen präsentiert? Also wie werden Kulturen und die Form des Reisens präsentiert? Das ist das, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Aber bevor wir einsteigen, haben wir natürlich noch die Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe dabei. Ja, darf ich zuvor noch einmal klug micheln, wie das bei uns heißt, weil es ein bisschen netter klingt. Wisst ihr eigentlich, wo das her ist, dieses Zitat? Ich muss es dann am Ende doch noch nachgucken, wenn einer eine Reise tut. Nein, aber du wirst es uns bestimmt gleich sagen. Gut, ich glaube, bei vier, wenn du mir vier zur Auswahl gibst, dann vielleicht. Aber komm, sag. Ich gebe den Telefonjoker. Okay. Ich mach's Publikum. Ist es von Benjamin Blümchen? War es Darth Vader? Ist es aus Ein Mann sieht Rot mit Charles Bronson? Oder ist es der deutsche Dichter Matthias Claudius? Ruf mich doch nicht an, Sven. Das ist natürlich Charles Bronson in Ein Mann sieht Rot gewesen. Ich habe die Szene vor Augen. Nein, das wird der Dichter gewesen sein dann, oder? Ja, das ist tatsächlich der Dichter. Ich musste es nachgucken. Matthias Claudius von, ich glaube, also 1780 oder so, gab es ein Liedchen, was irgendwie und eigentlich geht, wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Drum nehme ich meinen Stock und Hut und tät das Reisen wählen. Passt das nicht wunderschön zu unserem Titel? Ich hab ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Matthias Claudius, weil ich jeden Abend ein Lied von ihm singen muss. Und zwar das bekannteste. Und das ist? Gib mir vier Auswahlmöglichkeiten. Verdammt, ich lieb dich. Sag mir, wie viele Sternlein stehen. Verdammt, ich lieb dich. Warum schickst du mich in die Hölle? Oder der Mond ist aufgegangen? Ah. Okay. Warum? Das machen übrigens immer, Moritz, wir beide, das machen immer die Anfänger bei solchen Spielen, dass man sich drei Sachen ausdenkt, bis man als letzte Variante die eigentliche Wahrheit irgendwie verkündet. Das machen die Anfänger immer so. Sonst wird man ja seine Gags nicht los. Also ich könnte die richtige Antwort zuerst sagen und dann einfach drei Gag-Chancen verspielen. Ich habe aber A geraten, dann war das falsch. Also das war falsch. Tatsächlich, der Mond ist aufgegangen. Ah, okay. Ja. Dann willst du das mal ansingen? Nein, dann wachen meine Kinder wieder auf. Soll ich tatsächlich lieber noch was anspielen? Weil jetzt haben wir ja ein bisschen den Faden verloren. Es geht ja eigentlich darum, um das Rätsel in der letzten Folge. Und das war ein ganz kurzes. Ich spiele es hier mal an. Es war wirklich sehr kurz. Und nein, Hund hat nicht gereicht. Die Lösung ist, auf die auch einige gekommen sind, es ist tatsächlich drei Fragezeichen. Hört euch das an. Es gibt aber auch nichts, was es nicht gibt. Und die Folge heißt Das kalte Auge. Und das war irgendwie, also vom Schrottplatz, aber irgendwie komisch, das irgendwie ja doch anders dargestellt als bei drei Fragezeichen sonst. Und woher kommt da eigentlich der Hund? Ich beantrage hiermit, dass wir eine andere Lösung gelten lassen. Und zwar ein Hund, der am Dosenwerfen teilgenommen hat und andere Hunde, die ihn dabei anfeuern. Das war eine der Lösungsvorschläge und ich finde die wesentlich besser als die eigentliche Lösung.
Ich habe mich natürlich sehr gefreut über den chipsessenden Labradoodle, weil der Cosmo ist ja auch einer, unser Head of Atmosphere, aber das war natürlich auch nicht richtig. Nee. Aber also das ist eigentlich mittlerweile wirklich der schönste Teil daran, eure Ideen zu hören, auf die ihr alle so kommt. Ich fand das sehr cool. Einer hat auch geraten, also natürlich Timmy der Hund, was eine Zeit lang hatten wir das kurz auch mal im Team gedacht, weil nicht ganz klar war, was war jetzt nochmal die Lösung, aber das wäre ja doof gewesen, denn wer noch nicht Folge 12, 11 tierische Begleiter gehört hat, wo wir genau über diesen Signature-Sound von Timmy gesprochen haben, der weiß natürlich, dass Timmy es irgendwie gerade nicht ist. Aber ich fand die Begründung ganz schön. Euer Podcast kam am 17.06. an meinem Geburtstag raus. Eventuell bringt es mir ja Glück. Okay, die Antwort war jetzt, nee, es bringt jetzt im Moment nicht Glück für dieses Rätsel. Aber ich hoffe, dass wir dir, lieber Hörer war es, glaube ich, in dem Moment, dass wir dir insgesamt und auch für dein neues Lebensjahr viel Glück gebracht haben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja heute auch noch mal die Chance, ein Geräusch oder etwas anderes zu raten. Man weiß es nicht, dafür muss man vielleicht dranbleiben. Und nicht vorspulen. Genau, genau, auf keinen Fall vorspulen. Man muss den ganzen Podcast gehört haben, um eine Chance zu haben. Genau, nicht vorspulen. Der Moritz bringt gleich einen super Gag, nicht vorspulen. Oder Reisen und Darstellung. Ja, Reisen ist ja jetzt gerade ein Thema, das man so ein bisschen vernachlässigt hat in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen. Also meine letzte Reise war noch vor Corona und tatsächlich mit einem der hier Anwesenden. Und jetzt gucken alle verdutzt und überlegen, ob sie es gewesen sind. Dann kann es ja nur die sein, die ich auch mir überlegt habe, Sarah. Nach Nürnberg? War das unsere letzte Reise? Nee, wir hatten noch eine, Sven. Jetzt denk doch mal. Ja, wo sind wir zwei denn noch hingefahren? Zum das war eine Großstadt. Zum Grafen. Oh, da waren wir auch noch. Viele Reisen getan. Wenn Jeb und ich sind auch zusammen weggefahren. Ja, vielleicht. Vielleicht. Genau. Das war total lustig, aber dann hätte man dabei sein müssen. Das kann man jetzt so nicht mehr erzählen. Jetzt sag du zuerst, wo wir hingefahren sind. Seid ja gefahren. Gemeinsam. Nach Las Vegas. Das wird eine lange Folge diesmal. Nein, los, erzählt mal, ihr zwei Herzchen. Wo fahrt ihr denn immer so hin? Nee, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ob es in der Reihenfolge richtig war, aber ich dachte, unsere letzte gemeinsame und auch meine letzte Reise vor Corona wäre nach Berlin gewesen, zu unseren Freunden von Fox and Sheep. Stimmt. Das habe ich jetzt. Ja, klar, ne? Da haben wir sogar gleich heute noch was dabei, ne? Unseren Siehst du, das Schacht, passt Toni. Sogar noch thematisch. Ja. Unsere letzte Reise passt sogar noch thematisch heute zum Thema. Ich musste wirklich überlegen, was denn überhaupt die letzte Reise nochmal war. Und also die letzte Urlaubsreise war tatsächlich eine, wir nennen das in der Familie immer ein bisschen überschwänglich Abenteuerreise. Das heißt, dass wir verschiedene Destinationen mit dem Auto ansteuern und so coole wie. Wir sind nach Ostende und von da aus nach England rüber gemacht. Und zwar auf dem Hinweg, total toll für Kinder, mit einer Fähre. Und auf dem Rückweg, nicht nur für die Kinder toll, sondern für mich auch, weil ich das irgendwie immer mal machen wollte, obwohl das natürlich das Dümmste ist, was man am Ende tun kann. Zurück unter dem Ärmelkanal durch mit dem Zug. Wahnsinnig faszinierende Reise. Aber es war sehr schön. Und dann hattet ihr mehrere Stationen auf der Reise und habe dann auch in verschiedenen Hotels, Hostels, Jugendherbergen, was auch immer geschlafen. Das ist ja mein absoluter Horror mit Kindern, tatsächlich. So alles auspacken, so Kinder wieder einpacken und wieder alles auspacken. Oder ja, stell es mir jetzt schlimmer vor, als es war. Ja, das stimmt. Also unsere Kinder tragen immer nur die Sachen am Leib und dann geht das eigentlich alles relativ fix. Nee, ich sag dann, also ich finde das einfach irgendwie lustiger und dann trage ich halt irgendwie wie so ein Esel immer irgendwie den Kombi leer und wieder voll und so, aber habe ich auch, es ist so eine Selbstwirksamkeit, also weil da, das kann ich, die Sachen tragen und dann mache ich es halt. Löblich. Ja. Ich hatte für mich auch so ein bisschen gefragt, was ist denn aus unserer Sicht eine Reise? Also ist eine Reise eine von A nach B kommen oder ist es der Reisevorgang an sich, der spannend ist? Was hast du denn, Moritz, daran du dich erinnerst? Das habe ich mich auch ehrlich gesagt gefragt, was sozusagen die letzte Reise ist, die man getätigt hat. So rein vom A nach B kommen, wäre das ein Besuch von meiner Familie in Hamburg gewesen, was jetzt aber halt auch nicht eine neue Kultur oder andere Menschen kennenlernen war, naja. sondern ein
Wir haben zwei Lockdowns hinter uns und die Kinder sind 30 Zentimeter gewachsen. Ihr wollt sie auch nochmal in echt sehen. Und ich glaube, so die letzte Urlaubsreise, wo es aber auch mit den Kulturen auch nicht so wirklich was anderes war, war in Schwarzwald. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön gewesen vor Corona. Ist ja auch, als hättet ihr das alles irgendwie einstudiert oder so, weil auch der Schwarzwald bietet ja für unseren späteren Inhalt, ist es ja auch ein sehr guter Startpunkt, da kannst du ja dann auch nochmal einsetzen. Genau, ich wusste ja nicht, dass das Fuchs und Schaf aus dem Schwarzwald kommen, von daher hat sich das ganz, ganz lustig überschnitten, und zwar geht es eben um diesen wunderbaren Toni, den wir einmal besprechen wollen, auch Fuchs und Schaf, und zwar entdecken sie zusammen die Welt. Und was heißt das? Die Fuchs und Schaf haben anscheinend im Schwarzwald eine, wie nennt man das, eine Kooperative, wo sie sowohl Gurken als auch Apfelpunsch herstellen, und den liefern sie in die Welt aus. Und zwar haben wir auf dem Toni zwei Episoden. Der erste Teil der Reise führt die beiden nach Osaka, nach Japan, wo sie Apfelpunsch ausliefern müssen. Ich bin unsicher, ob du das richtig betont hast. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. bei der zweiten geht es nach Kenia in die Serengeti-Weste, Wüste, Serengeti-Weste, die ist auch Camouflage. Da müssen sie einem Nashorn Gurken liefern. Und ich fand diesen Toni ganz schön, weil er in kindgerechter Sprache den Kindern irgendwie so ein bisschen versucht hat, das Ferne nahe zu bringen. Also gerade was irgendwie so den Trip nach Japan anging, fand ich, war das sehr, sehr simpel dargebracht, dass es eine andere Kultur ist. Aber wie habt ihr den Toni erlebt? Also ich fand es ganz spannend. Ich habe dann auch mal geguckt, nachdem ich die beiden Folgen gehört habe, welche es denn sonst noch so gibt. Ich glaube, insgesamt gibt es jetzt mittlerweile 10, und war überrascht, dass es jetzt auch nicht so die allerklassischsten Städte sind, die man sonst immer so in Kinderbüchern oder in Hörspielen irgendwie so mitbekommt, sondern da war was dabei, was ich jetzt nicht aussprechen möchte, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, nachdem ich jetzt gerade den Moritz für seine Aussprache gerügt habe. Ihr könnt ja mal überlegen, welche das gewesen sein könnte. Nee, aber ich fand allein schon eben jetzt mit diesen beiden Beispielen, dass das einfach mal so besondere Ziele waren. Und beim ersten, bei, oh Gott, Osaka, dachte ich fast. Ja, jetzt, das hätte ich nicht machen sollen. Ich weiß, ich bereue es jetzt schon. Da dachte ich, es geht gar nicht so, weil wir eben drüber sprachen, ne, was ist eigentlich eine Reise, und geht's um den Weg oder geht's um das Ziel? Und da hatte ich sehr das Gefühl, es geht ums Ziel und um den Ort, an dem man ankommt, wohingegen die Folge Serengeti ja doch nochmal so ein Teil der Reise auch abbildet, wo man so vorbeikommt und was man da so sieht. Und das fand ich irgendwie spannend, dass sie sich da auch so unterscheiden. Es geht viel darum, wirklich vor Ort dann noch so in den, sind ja auch gar nicht so wahnsinnig lange Episoden, ne? Also ich glaube, unser Toni, der ja diese zwei Folgen hat, der geht insgesamt 49 Minuten. Ne, also ist dann jede von diesen Geschichten 25 Minuten, wenn ich es richtig geredet habe. Ja, wer Jeppe kennt aus den anderen Folgen, weiß, ein guter Toni ist mindestens 120 Minuten lang. Genau. Kaum draufgestellt, schon vorbei. Was ist dann nach los? 50 Minuten. Nee, gar nicht. Aber es ist ja tatsächlich auch, fand ich auch spannend, dieser Reiseanteil ist dann am Ende ja aber doch irgendwie recht gering. Ne? Aber so, es ist schon mal, es nimmt einen so, es ist ja, also sie fahren ja mit dieser schönen Bahn, die ja auch so ein. Wie ist das denn mit der Bahn? Ich hab das Gefühl, die braucht gar keine Schienen. Nee. Weil die kann relativ flexibel eingesetzt werden auf unterschiedlichsten Untergründen, Ländern und Übersetzfahrzeugen wie Schiffen. Ist doch praktisch. Ja. Was gibt es daran auszusetzen? Gar nichts. Ich frage mich, ob das so ein bisschen ist wie die Bahn von Opa Wutz. Oh. Du kennst dich ja aus, hör mal. Oder auch ein bisschen wie bei Jim Knopf. Moritz, ab wann ist das empfohlen, dass die Fox und Schaf-Serie? Ab 4. Weil ich fand, was ich jetzt an dieser Art der Reisegeschichten ja irgendwie ganz spannend finde, ist, dass das, also ich weiß nicht, wer kennt denn noch Manfred Krug auf Achse?
Weil das sind ja eigentlich sind das ja Spediteure, die zwei, ne? Die haben, also die sind irgendwie, das ist ja so ein funktionales Kleinunternehmen, ne? Die produzieren die verschiedensten Lebensmittelspezialitäten. Und dann haben sie aber auch ihre eigene Logistik dabei. Und dann sind sie selber auch noch die Trucker, ne? Und die Reise ist ja wirklich aus dem Anlass getrieben, dass die halt die Ware ausliefern müssen, ne? Oder wollen. Und dann werden sie vor Ort in der zweiten Folge dann von, was ich sehr schön fand, Brigitte Nilpferzen der Dritten entgegengenommen. Habt ihr das auch? Ist euch das auch aufgefallen, dass das ja eben, eigentlich ist das eine Dienstreise, die da antreten? Ich war auch total, total kapitalistisch verseucht, weil ich mir auch gedacht habe, rechnet sich das denn? Also jetzt, wegen der paar Gurkengläser, meinst du? Ja, 120 Gurkengläser bis nach Afrika, mein lieber Scholli. Und eins essen sie auch noch selbst, genauso. Geht gar nicht. Ja, das stimmt. Also vielleicht zum Hintergrund, oder muss man ja, glaube ich, erklären, wie auch diese Geschichte auf unseren Toni gekommen ist. Aber so, während ja sonst der klassische Weg ist, okay, es gibt ein schönes Bilderbuch und dann entsteht durch Verlage oder die Tonis selbst dann irgendwann ein Hörbuch oder Hörspiel dazu und wir haben Toni. Diesmal kommt das Ganze ja getrieben erstmal aus einer App. Und das ist eben, ne, von Fox and Sheep, die eigentlich bekannt dafür sind, dass sie irgendwie kindgerechte Apps machen. Und ich glaube, gerade dieser Fuchs und die Eisenbahn, das ist eigentlich erstmal so ein Verladespiel, ne? Also pack was auf die Eisenbahn, dann fährt das irgendwo hin, dann musst du es ausladen, wunderschön illustriert. Und das ist jetzt quasi die Weitererzählung dessen. Genau, also die beiden von Fox and Sheep haben sich eben gedacht, wie kann man die Geschichte weitererzählen? Die Apps sind wahnsinnig erfolgreich und völlig zu Recht. Ich glaube, was man dem Hörspiel auch so ein bisschen angemerkt hat, war dieser edukative Ansatz, den sie natürlich auch mit den Apps verfolgen und haben dann eben eine Buchreihe ins Leben gerufen. Ich habe auch mal reinschnuppern dürfen und zeitgleich eben auch, tatsächlich ist das auch kein klassisches Hörspiel, sondern hat als Podcast angefangen oder ist als Podcast gedacht, ist auch eine Besonderheit. Das haben wir jetzt auch. Mhm. Also ich wüsste jetzt gerade gar nicht, ob wir das nochmal in der Form haben. Aber genau, das ist mal auf einem anderen Wege zu uns gekommen. Aber ja, wie glaube ich, alle sehr, sehr super, sehr schön umgesetzt. Also wir haben den Timo, das ist einer von den beiden Machern von Fox and Sheep oder, ne, Fuchs und Schaf. Der ist auch zum Beispiel der ausführende Produzent jetzt von den Hörspielen. Weil die Jungs kommen, sind beides Jungs, die sind tatsächlich ja App-Entwickler und die haben auch so eine echt spannende Entwicklungsprozesslogik aufgeprägt, so auf die Hörspielentwicklung. Das fand ich total cool zu hören. Also ganz konkret, ich weiß nicht, ob es wie euch es bewusst geworden ist. Es gibt ja einen kleinen Running Gag. Das ist immer, wenn die beiden an der Zieldestination ankommen, ne, einmal in der Serengeti und einmal in Osaka, dann werden die ja dort jeweils auf der Landessprache begrüßt, ne? Und dann versucht dann auch die landessprachliche Begrüßung zu geben, aber der verspricht sich immer dabei. Und das war etwas, das haben die beiden so als App-Entwickler, die sehr, sehr viel auf Testing natürlich Wert legen müssen und also sehr viel User-Testing machen. Und das haben die dann tatsächlich auch bei den Hörspielen gemacht. Und die haben festgestellt, dass das der Punkt war, wo die Kids am meisten sich scheckig gelacht haben, wenn der Fuchs da einfach einen Sprachfehler sozusagen oder einen Sprechfehler macht. Und so ist das zum Running Gag geworden. Also wirklich auch so, wie entwickelt man Hörspiele mal auch wirklich ganz neu gedacht? Und deshalb auch, glaube ich, sehr, 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 sehr kindgerecht geworden. Also ich fand die beiden Stories auch cool. Also sehr cool sogar. Ich habe sie dann jetzt auch mit meinen Kids gehört und meine Kids fanden am coolsten die Vorstellung, einen Brief immer zu bekommen aus diesen fremden Ländern. Also obwohl wir ja jetzt mittlerweile schon so digital sind, ist das für die Kids, glaube ich, noch so was ganz Besonderes. So Postkarten und Briefe aus fremden Ländern, das fand ich auch spannend, dass sie das so für sich als das Highlight entdeckt haben. Boah, die haben ja einen Brief aus dem Land bekommen. Und wie weit ist denn dieser Brief dann? Also ich meine, dann fahren die da mit dem Zug hin, schubsdiwupps. Aber davor kam eben dieser Brief, das fand ich irgendwie auch einen ganz netten Einstieg in die Geschichte. Wir übrigens auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind auch große Postkartenfans. Schickt uns doch einfach mal eine Postkarte. Boxine, Grafenberger Allee 120 in Düsseldorf. Jetzt, wo Urlaubszeit ist, schickt uns doch mal eine Postkarte. Ja. Glaub, da freuen wir uns sehr. Wenn ihr Lust habt. Wir geben auch eine Autogrammkarte zurück.
Ja. Oh ja, was habt ihr dann davon? Das wird wieder, ne? Wieder so wie früher bei der Sportschau, ne? So ganze Wäschekorbeweise, die Postkarten jetzt eintreffen. Da muss die Sarah ganz viele Autogrammkarten schreiben. Na, vielleicht kommt ja eine an. Mal gucken. Ja, wir freuen uns. Das wäre schön. Und dann machen wir auch diese Wäschekorb-Sache, die hat mich früher auch immer beeindruckt, ne? Wo man sich später immer fragt, naja, war der schon immer halb voll und dann kippen die noch die drei aktuellen Karten drauf oder gibt's wirklich wäschekörbeweise Zuschriften? Das werden wir dann bei uns sehen. Vielleicht haben wir dann einen Wäschekorb, der in die Handtasche passt. Kann sein. Nein, aber das wäre schön. Also es wäre toll. Schreibt uns doch gerne mal was. Was für schön. Aber schreibt uns nichts über, wann die camouflagefarbene Tonybox rauskommt. Das schreibt bitte nur an Sven. Das könnt ihr eigentlich schreiben. Die Adresse gebe ich gleich auch noch durch. Ihr könnt das an sven@tonis.de schreiben. Ich werde dann genau beantworten, wann die orangene Box kommt, wann die regenbogenfarbene Box kommt und natürlich, wann die camouflagefarbene Box kommt. Also schreibt uns, Leute. Schreibt uns auf allen Kanälen. Kommt ihr aus Osaka, dann schreibt uns. Seid ihr gerade in der Serengeti unterwegs, schreibt uns. Seid ihr in anderen Destinationen, die schwierig auszusprechen sind, immer her damit. Fahrt ihr gerade mit dem, wie heißt der, Shinkansen? Dem Bullet Train von Osaka nach Tokio. Schreibt uns. Aber nur per Postkarte, bitte. Ja. Wollen wir versuchen, über Fuchs und Schaf noch kurz zu sprechen, oder? Es ist ja gleichzeitig, also so schön einfach, aber auch schwer oder vermessen fast schon, ne? Wenn sie irgendwie kleinen Kindern diese Vorstellung von der Welt mitgeben. Ich finde, das zum Beispiel ist auch ein bisschen fast das Schwierigste, wo ich so dachte, naja, was können jetzt Kinder mit der koreanischen Halbinsel und so weiter anfangen? Also da ist meine innere Landkarte ja schon meistens gar nicht so weit, um dem so richtig zu folgen. Ich musste auch in Serengeti, wo ist das? Kleinenbräuch, genau? Neuss, Düsseldorf. Ja, und da endet es ja dann auch ziemlich schnell. Wie geht es denn danach eigentlich weiter, ne? Kommt danach noch was? Ich mich ja immer gefragt. Jetzt weiß ich, Osaka. Ich finde, also das Geografische ist ja unglaublich schwer und dann so fremde Kulturen und ne, da könnte man dann ja auch stundenlang drüber erzählen, aber sie wollen ja ganz kompakt so ein, zwei Aspekte mitgeben und ich finde, sie machen das so schön über Unterschiede, über so für Kinder spürbare Sachen wie dieses irgendwie in Osaka alles voller Leuchtreklamen. Ja. Und dann ist es so hell, dann, also ne, sie vermitteln nicht nur eine Info, sondern packen das in diese Geschichte. Dann ist das so hell, dass das Schaf irgendwie die Stadtkarte nicht sehen kann, weil alles voller Leuchtreklamen ist. Müssen sie eine Brille kaufen, dann hat man das kapiert, dann fahren die mit einem, weil es da riesige Hochhäuser gibt, fahren die dann, ne, was es im Schwarzwald nicht gibt, immer so diesen Gegensatz. Dann fahren die irgendwie endlos so ein Hochhaus hoch. Also, dass man so ganz einfache, in die Geschichte verwobene Elemente findet, wie man was mitnehmen kann von dem Land. Ja, total. Ich fand auch das ganz lustig, dass sie bei der ersten Geschichte ja auch dieses Klischee am Ende nochmal aufgehoben haben. Da ging es ja dann um die Sonnenbrillen und da gab es ganz viele crazy Sonnenbrillen in verschiedensten Formen und haben sich dann beide eine gekauft und am Ende sagt der Einheimische dann so, trägt man das so bei euch im Schwarzwald? Fand ich irgendwie auch einen total netten Kniff. Muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, die Kids haben das dann vielleicht nicht so direkt mitgenommen, aber ich musste dann wirklich schmunzeln und dachte, ja, das ist schön nochmal aufgelöst. Finde ich auch. Und dann kichern die so schön, ne? Ja. Ein kleines Stirnrunzeln gab es bei mir, als, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder der zweiten Folge war, bei der Gartenarbeit der Fuchs sich die Schweißperlen von der Stirn wischt, wo doch eigentlich jeder weiß, dass Hunde und Hundeartige gar nicht schwitzen können. Da habe ich mir gedacht, ist das gewollt? Oh, stimmt. Oh. Wir fragen den Timo mal. Sven, mach mal eben nach, wie transpirieren Hunde? Na komm. Mach mal nach. Na komm. Oh Gott. Und an den Pfoten natürlich, ne? Ja, doch, ja. Über die Pfoten. Also viel Pfoten über die Zunge. Und übers Hecheln, genau. Aber auch Schaf und Fuchs sind meistens in der Natur nicht unbedingt Freunde. Vielleicht kann man das auch nochmal dem Hörspiel zuschreiben, dass da nicht alles ganz naturgetreu abläuft. Füchse sind überhaupt keine Rudeltiere, Moritz, fällt mir dazu noch ein. Das wollte ich auch die ganze Zeit sagen. Sag mal, ganz kurze Frage an Sarah. Sind die Folgen alle in der Audiothek erhältlich, die weiteren? Also die acht anderen, die es gibt, oder?
Ja, die sind alle in der Audiothek auch erhältlich. Das hatte ich nämlich nachgeguckt, weil ich dann tatsächlich auch wissen, weil es mir eben bei Serengeti und Osaka aufgefallen war, dass es eben diese nicht ganz so typischen, ja, Ziele sind. Und da wollte ich eben wissen, was es noch so gibt. Ich kann euch mal mitgeben, welche das noch so sind. Und ihr dürft mich aber nicht auslachen für das, wie ich es jetzt ausspreche. Einen Moment. Tibet gibt's noch, Paris, guckt mal, das kann ich noch. Pisa, finde ich auch spannend, ne, dass man nicht Rom genommen hat, sondern Pisa. Alaska und jetzt Massachusetts. War okay, ne? Ging. New York, Ottawa und den Schwarzwald. Ja, ja. Soll ich euch dazu jetzt mal... Ja, bitte. Gerne. Du sollst. Also, bitte. Da passt, glaube ich, jetzt sehr gut der Einspieler von unserem. Für die Leute, die sollten sie die letzten ein, zwei Folgen verpasst haben. Wir haben den Florian bei uns, der tatsächlich mit Field Recording und viel Geschick und Kompetenz immer wieder Geräusche einfängt, für uns Collagen zusammenstellt. Und hier gibt es auch noch eine kleine, die spiele ich euch jetzt einfach mal vor. Aus Sprache und Musik. Durch das Hören von Podcasts, Hörspielen oder Radio begeben wir uns in eine andere Welt. Wir verreisen mit dem Kopf. Und auch bei echten Reisen. Die Playlists, Radiosender oder CDs werden als Alternative zum Fahrtwind wie ein Ritual oder eine Tradition gepflegt und weitergegeben. Die Ohren kommen also mit in den Urlaub und das ist auch gut so. Denn auch unsere Ohren brauchen hin und wieder mal eine Pause. Das Hörspiel als Raststätte für die Ohren. Wobei, der Vergleich mit den typischen Autobahnraststätten ist vielleicht gar nicht so charmant. In der Regel sind das keine Orte, an denen die Fernreisenden wirklich zur Erholung kommen könnten. Fiese Gerüche in der Nase, schlechtes Essen im Mund, Müll in der Böschung und der Rest ist betoniert. Zu allem Überfluss dann noch das gleichförmige Grundrauschen, das von der Asphaltpiste herüberweht. Aber gut. Mit etwas Fantasie kündigt sich dadurch wenigstens akustisch schon die brausende Brandung des erholsamen Meeres an. Urlaub und Erholung für die Ohren. Warum eigentlich? Das Ohr reicht weiter als alle anderen Rezeptionsorgane. Das Ohr geht um die Ecke, das Ohr drückt sich durch Wände, das Ohr koordiniert die Umwelt. Das Ohr informiert uns über Größe und Entfernung von Objekten und sogar über unsere eigene Position und Lage im Raum. Das Ohr schläft nicht und ist ständig damit beschäftigt, die Wirklichkeitsbeweise unserer Zivilisation zu verarbeiten. Aus empirischen Studien von Physiologen ist bekannt, dass die Umweltwahrnehmung am meisten gestört ist, wenn das Ohr ausfällt. Blinde oder erblindete Kinder können nach einigem Training ihre Umweltwahrnehmung fast vollständig der von sehenden Kindern angleichen. Taube Kinder, die sehen können, brauchen eine unverhältnismäßig längere Ausbildung, um auch nur den Bruchteil einer solchen Umweltwahrnehmung zu erreichen. Trotz solcher Erkenntnisse sind wir in unserem Alltag viel zu oft unangenehmem Lärm ausgesetzt, der uns nachgewiesenermaßen körperlich und seelisch ermüdet. Dabei sind Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen noch die kleinsten Übel. Glücklicherweise nimmt das Bewusstsein für die akustische Umweltgestaltung bei zum Beispiel Städteplanung oder Architektur langsam zu. Aber auch zu Hause ist das Summen, Ticken und Brummen oft viel lauter, als uns bewusst ist. Kühlschränke, Computerlüfter und oft auch Geräte im Standby erzeugen in der Summe eine überraschend laute Geräuschkulisse. Das Ohr besitzt die überaus nützliche Fähigkeit, andauernde Reize wie zum Beispiel den einer lauten Lüftungsanlage für uns herauszufiltern. So können wir uns schnell an solche Umgebungen gewöhnen, ohne uns je bewusst gestört zu fühlen. Dieses Herausfiltern aber ist ermüdend. Meistens nehmen wir das einfach so hin, obwohl es überraschend oft Möglichkeiten gibt, unsere Umwelt etwas leiser zu gestalten. Zeitschaltuhren, Lüfter säubern oder Türdichtungen erneuern. Ein einfaches Experiment kann helfen, überhaupt erstmal das Bewusstsein für die täglichen Geräusche um uns herum zu schärfen. Ihr könnt einfach mal zu dem Sicherungskasten in eurem Haus oder eurer Wohnung gehen und den Hauptschalter umlegen. Davor solltet ihr natürlich sicher gehen, dass keines der angeschlossenen Geräte durch eine Stromunterbrechung beschädigt wird. In jedem Fall werdet ihr überrascht sein, wie leise es auf einmal ist.
Um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, den Ohren mal eine Auszeit zu gönnen, ist vor allem ein Bewusstsein über die akustische Umwelt wichtig. Also einfach mal öfter hinhören, was um uns herum passiert, wie laut, leise oder intensiv die Geräusche sind. Und wenn wir Urlaub machen, sollten wir also in jedem Fall unsere Ohren mitnehmen. Ja, Sounds beim Reisen. Ja, jetzt den Ohren bitte keine Pause gönnen, weiterhören, immer weiterhören, nicht aufgeben. Was ich ganz schön so dem Soundtrack der Reise finde, ist, ich bin noch so alt, Sarah ist viel zu jung, die wird das nicht mehr kennen, aber ich habe früher tatsächlich CDs gebrannt, um die auf Reisen mitzunehmen. Und so wie man ein Mixtape für besondere Menschen erstellt hat, habe ich auch immer Mixtapes für Reisen erstellt und habe tatsächlich als... Für den besondersten Menschen, den es gibt, nämlich dich selbst. Genau. tatsächlich dann im Handschuhfach auch so ein paar alte, selbstgebrannte CDs wiedergefunden, wovon wahrscheinlich 15 Lieder noch 3 funktioniert haben. Aber es hat einen dann doch wahnsinnig zurückkatapultiert an eben diesen Ort, so wie Musik irgendwie die Kraft hat, sofort wieder Sachen einem vor Augen zu führen, die man irgendwo abgespeichert hat. Also das fand ich immer ganz schön. Das ist heute mit so übermäßigen Playlists und sowas, wo dann so 500 Lieder oder sowas in einer Playlist, die Super Summer heißt, drauf ist, finde ich nicht mehr so stark wie bei so einem Ding, wo man wusste, okay, ich habe jetzt, fast wie bei unserem Kreativtoni, ich habe jetzt 90 Minuten Zeit und die muss ich so gut wie möglich nutzen. Da, und das die nächsten 8,5 Stunden runter nach Italien. Immer wieder. Während Papi 70 Zigaretten raucht. Ja, genau. Fenster auf, das nee, ist der Geruch dann zieht's der Reise. Ja, genau, ja. Richtig. So war das zumindest in unseren Zeiten, Sven. Also ich weiß tatsächlich auch noch, bei uns waren es, also es gibt also so ein paar Songs, zum Glück begegnen die einem nicht mehr, aber die müssen von höchstens ein bis zwei Kassetten gekommen sein, die meine Eltern rauf und runter gehört haben. Ich habe so ein paar Dinger, die mir zwischendurch irgendwie aufpoppen, die das ist so Mendocino, Mendocino, wir fahren hier. Boah, total schlimm. Ich musste jetzt nochmal googeln, das ist von Michael Holm, habe ich gehört. Oder von Volker Lechtenbring, das war ja drauf. Milchschalk, Baby, kleine Rasthaus, Lady. Gott, voll schlimm. Auch muss man mal auf YouTube alles nochmal gucken. Aber das sind diese paar Songs, die dann so, also, und dabei fühle ich mich unglaublich gut. Ich höre diese zweifelhaften Lieder und fühle mich unglaublich gut, weil das die nach Italien waren. Weil das hätte ich jetzt auch gesagt, also, ich habe mich gefragt, sind das wirklich Geräusche? Ich glaube, die hängen halt zu sehr dann auch von der Destination ab. Ne? Also wenn du auf dem Wasser unterwegs bist, hast du andere Geräusche, als wenn du im Auto oder im Zug oder im Flugzeug unterwegs bist. Und irgendwie ist es ja, Sarah, ne, heutzutage schon auch ein Segen, dass man echt Stunden und Aberstundenlange Playlists auch hat, weil das irgendwie dann, ne, irgendwie hilft, die Zeit zu überwinden. Aber für mich ist tatsächlich auch die Erinnerung dann immer an den Song zur Reise irgendwie. Also wenn das ist auch nicht immer der Fall, zumindest ich habe auch in meiner Kindheit gekramt auch, da fällt mir das gar nicht so oft auf, aber so eher so im Erwachsenenalter. Es gibt so ein paar Urlaube, da verbinde ich wirklich so ein oder zwei ganz konkrete Songs mit. Und das ist halt, das bringt halt, ne, auch was Moritz sagte, das bringt halt unheimlich viel Kraft. Wenn man diesen Song dann wieder hört, dann ist man wieder genau da, ne? Das ist so, ist es ein Geräusch? Nee, ne? Also wir stellen fest, das ist schon die Musik am ehesten, ne? Oder hat einer von euch wirklich einen typischen Sound, mit dem er oder sie irgendeine Art Urlaubs- oder Reisegefühl verbindet? Ich fand das, was eben bei Florians Einspieler vorkam, dieses Ohren mit in den Urlaub nehmen oder mit auf die Reise nehmen, das fand ich so passend, weil man ja genau das hat, ne? Dieses, man saugt das alles auf und es erinnert einen vieles. Ich habe sowas ganz Verrücktes, ist auch kein richtiges Geräusch, aber wir haben immer Radio gehört und ich bin ja Österreicherin, das heißt, ich bin immer nach Deutschland in den Urlaub gefahren. Das ist für euch jetzt wahrscheinlich nicht so spektakulär, aber wir sind dann über die Grenze gefahren und ganz, ganz lange war es Antenne Bayern, weil das kam halt durchgehend und es war so ein Grundrauschen vom Auto da und dann lief das ein oder andere Lied und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an ein Lied so eine Erinnerung habe, aber es kam immer wieder und stundenlang, weil wenn du nach Deutschland fährst, sind es 4 Stunden, 5 Stunden nur durch Bayern. Ja, das ist, wo du das sagst, da dröhnt in meiner Erinnerung ein Sound auf, jetzt
weiß das vielleicht auch einer von euch. Das ist ein Verkehrsfunk-Ankündigungssound. Ich behaupte jetzt mal, das ist Südwestfunk, irgendwas Südliches. Also erinnern. Ja. Das, also in NRW sind die, waren die auch früher anders, aber wo kommt der her? Ja, kenne ich auch. Weiß das ist so ein Reisesound. Danke für die Erinnerung, Sarah. Wegen Antenne Bayern. Ich finde das, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, Sarah, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also meine Großmutter hat auch in Bayern gelebt und meine Eltern in Hamburg und wir sind halt regelmäßig einmal komplett durch die Republik gefahren. Norddeutschland war NDR-2-Land. Hamburg war Radio Hamburg, dann kam NDR2-Land, dann kam so ein kurzer Abstecher, ich glaube in WDR 2 oder sowas, bevor es dann zu Bayern 3 rüber gewechselt ist. Und eigentlich kannst du ja nach Aschaffenburg kannst du ja schon irgendwie Bayern 3 hören. Und das stimmt, diese einprägsamen Radio-Jingles, da kommt viel zurück. Ja, die haben die, glaube ich, auch seit 40 Jahren nicht verändert. Das heißt, jeder hat wahrscheinlich denselben Jingle im Ohr. Und jetzt, wenn ich an meine Kinder denke oder jetzt auch an mich, jetzt, wie würde die Jugend sagen, jetzt bin ich so ein bisschen cringe, weil jetzt fange ich an, wenn ich in ein bestimmtes Land fahre, dann Musik von diesem Land aufzulegen. Wenn wir nach Italien fahren, die Grenze zwischen Österreich und Italien, machen wir dann mal schön den Eros Ramazzotti an, und, um uns ein bisschen einzustimmen. Ich wollte gerade sagen, nenn mir 3 italienische Interpreten, außer, wie heißt die nochmal? Ja, aber es gibt, Nathalie, es gibt dann Eros Ramazzotti, Nathalie Imbruglia und Gianna Nannini. Romina Power und El Bandi und Romina Power. Aber das macht man nur am Hinweg, das würde man nie am Rückweg machen, aber so mit der Vorfreude, dass man dann da ist und man weiß noch, man ist an der Grenze und fährt trotzdem noch 4 Stunden. Und um sich da so ein bisschen in Stimmung zu bringen, das Klima wird ein bisschen wärmer, dann finde ich das, dann hat das schon sowas Sommerliches. Und bei meinen Kindern tatsächlich überhaupt nicht Musik ist, musste ich feststellen, sondern tatsächlich Hörspiele. Die hören Hörspiele hoch und runter, Gott sei Dank mittlerweile auf der Rückbank mit Kopfhörern, sodass wir das so ein bisschen autark voneinander machen können. Aber das kann ich mich nicht dran erinnern. Also bei uns war Radio auf laut im ganzen Auto mit mitsingen und meine Kids sind eher so im Hörspiel auf Reisen. Adriano Celentano muss natürlich noch genannt werden. Um es zu verfolgen. ja, um Gottes Willen. Also wirklich, wer Spotify oder sonst einen Streamingdienst anmachen und Adriano Celentano hören. Schenke ich dir zum Geburtstag. Ich bin übrigens gerade in so einem Modus. Wie kennt ihr diese ganzen Reiseansagen? So, liebe Leute, wir fahren jetzt los. Oh Gott. Ist das nicht, also was für Reisen habt ihr da irgendwas, poppt da was bei euch im Kopf auf, wenn man so sagt, so, weiß ich nicht, in der Jugendherberge, Bus oder ICE, oder was auch immer. Ja, also meine Reiseansagen sind relativ simpel. Also wir fahren ja immer mit dem Auto mit meinen Kindern, das so, sei jetzt mal ruhig, mach das aus. Nein, wir sind noch nicht da. Nein, wir waren jetzt gerade schon Pipi machen. Ich dachte, kannst du noch anhalten, bis wir da sind? Wie dringend ist das? Es ist Nein gefolgt von irgendwas. Fängt immer mit Nein an. Nein, Benjamin, wir können jetzt nicht bei 150 auf der Autobahn die Fenster komplett runterlassen. Nein, bitte tu die Hand wieder rein, wenn wir gerade an dem Feld vorbeifahren. Also sehr viel Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Sehr viel Nein, ja. Ich weiß nicht, ich kann mich immer irgendwie dran erinnern an so diese ersten Busreisen, die man so machen musste, wo so immer diese Typen vorne irgendwie saßen, also wo dann irgendwie die dann so mit diesen, ne, der Busfahrer, der dann irgendwie eingeschweißt in diesen Sitz schon irgendwie sitzt und dann hat er irgendwie sein Mikro und dann ist gute Stimmung und so und dann macht er irgendwie so dieses so Reisebus-mäßige, so irgendwie mal so, liebe Leute, schön, dass wir alle da sind, aber jetzt benimmt euch ein bisschen. Und immer dieses, hier Aschenbecher in Ruhe lassen, Kotztüten nehmen, dann sind wir auch gute Freunde, aber dann ist der Georg oder wie die immer hießen, das ist euer bester Freund. So, das weiß ich immer noch, das fand ich immer so. Ja, die Gags, die dann aus dem Fenster da vorne, da ist sie,
was war da denn immer denn irgendwie hier? Mach mal Foto. Da ist hier eine schöne Aussicht. Da sind die Berge. Da ist der Tal. So, jetzt keine Kassetten nach vorne geben. Spiel ich eh nicht. Was war das? Flixbus? Und daneben, also was war das? Gab's war das noch nicht. Schulreise oder privat? Also mit. Ja, das war sowas. Oder Skireisen. Da waren wir auch immer mit so Busfahrern. Das fand ich immer schön. Ja, und die haben immer dieselben Gags. Du weißt ganz genau, der sagt das jetzt, das hat er aber den 10 Reisegruppen davor oder den 100 Reisegruppen davor genau an der Stelle auch gesagt, lacht aber noch immer über seine selben Witze. Also findet es trotzdem immer. Dann ist man schon älter. Lustig. Beim ersten Mal denkt man, wow. So spontan den Gag aus dem Ärmel geschüttelt, das schafft sonst nur ein Fahrlehrer. Ja, aber ich meine, wenn man einmal seine Routine hat, also why change a winning system? Ja, meinst du, ich meine, auf Flugreisen ist doch das Beste. Also ich glaube, die können das, die wachen nachts um 3 auf, so eine Stewardess oder ein Flugbegleiter und dann schütteln die und dann rattern die es runter. Ja, aber ich weiß, es gibt ja auch die so lustigen, die dann auch, wie wir jungen Leute sagen, viral gegangen sind, die dann irgendwelche Ansagen besonders witzig machen. Aber ich finde eigentlich diesen stinknormalen, ja, über sich befinden sich Sauerstoffmasken. Die Ausgänge sind mit den Neonstreifen auf dem Boden gekennzeichnet. Schwimmwesten befinden sich unter ihrem Sitz. Danke und Hinsitzen. Ich finde, mag ich viel lieber, wenn das einfach so runtergebetet wird. Es gibt dann noch irgendwie so die absolute Krönung, wenn einfach nur noch ein Video gezeigt wird und dann nicht mal mehr irgendwer steht. Die Sicherheitsanweisung mit so einem schlecht animierten Video von so. Ich weiß auch nicht, wie sie das hinkriegen, dass sie immer noch so aussehen wie, weiß nicht, mit Windows Paint gemalt und dann irgendwie. Ja, mit die der wirklich Hand so aussehen. Ja. Euch ist es egal, ihr guckt sowieso in euren komischen Dings-Katalog, uns ist es egal. Ne? Dann zeigen wir es halt so, wie es ist. Ich bin ja nur froh, dass niemand hier den Klassiker genommen hat und gegen unsere gute Deutsche Bahn geschossen hat, weil der Begriff, den man oder den Satz, den man bei jeder Bahnfahrt hört, ist. Ich fahre nie Bahn. Thank you for traveling. Das Deutsche Bahn. Genau. Ladies and gentlemen, the next stop, Berlin Central Station. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Goodbye. Wenn wir schon bei Bussen und Ansagen sind, haben wir ja noch einen anderen Bus mitgebracht. Ihr könnt ihn gerade nicht sehen, aber wir können ihn sehen, weil der Moritz ihn so ins Bild hält. Und zwar ist das... Ich hab auch einen. Ihr habt jetzt alle einen Bus. Schön. Schön, dass ihr ihn mitgebracht habt. Ja, es geht natürlich um... Eule findet den Beat, die Europa-Tour. Und jeder, der Eule findet den Beat nicht kennt, jetzt tatsächlich einmal Stopp machen. Abbruch. Eule findet den Beat holen, Eule findet den Beat hören, dann wiederkommen. Das ist nämlich absolut, das kann man nicht machen, das muss man kennen. Also Eule findet den Beat. wir sind Eulen-Ultras, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ich glaube auch jemand, der den Podcast schon mal gehört hat, einer der frühen Folgen, da haben wir es schon mal gesagt, die ganze Toni-Familie ist absoluter Eulen-Fan. Und ja, genau, die Eule ist ein Charakter aus dieser Reihe, aus dieser Albenreihe. Oder es ist ja schon fast ein bisschen so eine Art Musical, immer mit so ein bisschen Hörspiel und mit vielen, vielen Liedern, die eben zu diesem Hörspiel passt. Und in dieser Episode der Eule geht sie auf Europa-Tour. Nicht selber, sondern mit ihrem neu gewonnenen Freund, dem Schlager-Bieber. Und der übrigens auch am Steuer dieses Busses sitzt. Absolut, völlig zu Recht. Und ich erstmal, als ich Europa-Tour gehört habe, hatte ich gedacht, sie reist wirklich durch jedes dieser da aufgeführten Länder. Es ist aber noch viel schöner, sie reist durch einige Länder mit diesem Schlager-Bieber und lernt aber dort in diesen Ländern auch Tiere aus verschiedenen Kulturen kennen. Also jetzt nicht zwangsweise in Spanien ein spanisches Tier, sondern eben in verschiedenen Ländern sowohl Einheimische als auch eben Freunde und Familie von den jeweiligen Tieren. Und jedes dieser Tiere repräsentiert einen eigenen Musikstil, der eben ganz so ein Signature-Musikstil, der für diese Kultur oder für dieses Land ganz bekannt ist. Da hast du dann einen französischen Flamingo mit Chanson und einen irischen Fuchs mit Irish Folk, der einen Irish Pub betreibt. Also der nass geschwitzt spielt er die Fiddle im Irish Pub, ne? Ja, absolut. Auch schon wieder. Aber da schwitzt der Fuchs auch schon wieder.
Da, ja. Vielleicht wissen wir nicht richtig Bescheid und tatsächlich können Füchse doch schwitzen. Hm. Vielleicht braucht wirklich die Fuchslobby auch einen neuen Vorsitzenden, Sven. Vielleicht muss da wirklich mal was getan werden. Genau, Jeppe. Ich habe schon an info@fuchs.org geschrieben und mir unter deinem Namen mich angemeldet. Sehr gut. Ist nie zu spät. Ja, alles in allem auf jeden Fall ein grandioses Zusammenspiel aus Hörspiel und Musik. Es macht ganz viel Spaß, wie auch schon im ersten Teil, in dem man auch in verschiedene Musikstile kennengelernt hat. Das ist total spannend und kindgerecht aufbereitet. Und die Lieder, muss man ehrlich sagen, die haben so einen Ohrwurm-Charakter. Ich kann, glaube ich, den Schlager-Biber kriege ich auch die nächsten Wochen wieder überhaupt nicht aus dem Kopf. Jetzt gerade mal abgelöst von dem Popsong aus dem ersten Teil, habe ich jetzt den Schlager-Biber im Ohr. Also das ist wirklich sehr hörenswert. Aber da muss ich sofort fragen. Ich muss fragen. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Ich frage es mich und ich frage es euch. Ist der Biber ein Bayer oder ein Österreicher? Bayer. Weil irgendwie, das fängt ja an, also die Reise beginnt in Deutschland. Aber ist so, ich habe mich gefragt, ne, die, ist denn der Schlager ein deutsches Phänomen oder ist diese Art von Schlager, die er vorgetragen hat? Ich kenne das eher auch so. Ich kenne das aus dem Südtiroler Umfeld. Und das sind dann natürlich eher Österreicher. Aber ihr sagt, das ist ganz klar, also ohne jeden Zweifel ist das ein Bayer, der Biber. Ist Südtirol nicht Italien? Stimmt auch schon wieder. Also, um jetzt ein mit Tiroler meine ich natürlich, ja. Ich meinte schon. Schuster, bleib bei deinen Füchsen. Ein Mittel- oder ein Nordtiroler, nein. Also, ihr sagt ganz klar Bayern. Ja, ich glaube, also Vermutung. Also, es ist, glaube ich, jemand, der für gewöhnlich Hochdeutsch spricht und sich einen eher bayerischen Dialekt in dem Hörspiel aneignet. So. Ich meine, wer wäre denn hier irgendwie das Äquivalent zum Schlagerbiber? Das wäre doch bestimmt der Florian Silbereisen. Ich glaube, seines Zeichens kommt der aus Passau. Oder der Michael Mronz. Okay, der lebt jetzt im Wohnmobil im Europapark Rust, aber der kommt, glaube ich, auch aus Bayern. Also von daher, ich würde sagen, das ist schon ganz klarer Bayouware, der Biber. Vielleicht ist der Biber ja genau wie du seinerzeit einfach von Österreich nach Deutschland gekommen zu dem Festival, hat dort gespielt und dann geht's halt los auf diese wirklich super coole Reise durch Europa. Also ich fand's auch, also wir alle sind ja, ne, wir hatten das glaube ich bei der Weihnachtsfolge auch, hatten wir das alle so auf der Liste, aber uns nicht getraut, dann war es unser 13. Geheimtipp, Toni. Die Eule findet den Beat und auch hier wieder absolut toll. Sarah, kannst du es noch einmal klar sagen, wir haben Eule findet den Beat, das war der erste, ne, wo es um die Musikstile ging, generell Musikrichtung wie Jazz, Reggae, Oper und so weiter. Jetzt haben wir eben, besprechen wir den auf Europa-Tour, wo es um europäische Songs geht. Und dann gibt es noch einen dritten, den ich noch nicht so gut kenne, der bestimmt auch toll ist. Der Mitgefühl, Eule findet den Beat Mitgefühl. Mitgefühl. Mitgefühl, ne? Okay, genau. Ja. Also nur ja, die drei haben wir im Programm, alle sind bestimmt super. Sven, jetzt weiter. Einer hat es gerade eben schon mal angedeutet, ist das Stereotyp teilweise? Also ich sag mal, ich fand erstmal die Tierauswahl, finde ich super. Ne? Also man, wenn die Tiere reinkommen, hat man erstmal keinen Schimmer, wer kommt jetzt? Also da haben sie, finde ich, eine sehr gelungene Zuordnung. Übrigens, der Schmetterling, der ist nicht im Reisebus mit drin. Warum eigentlich? Also ich bin jetzt beim Cover, da ist der nicht zu sehen. Der ist auf der Rückseite der CD zu sehen, also beziehungsweise wenn man in einem Cover-Modus unterwegs ist, auf der Rückseite sitzt er, aber der ist auf der Vorderseite, ist der nicht zu sehen. Sei es drum, die Songs finde ich teilweise so sehr naheliegend, aber kommen sie sozusagen in stereotypische Klischees rein? Würde ich ganz klar verneinen. Habt ihr das wahrgenommen? Finde ich auch nicht, weil sie sehr schlau, also ich finde sie sehr schlau gemacht. Also ich finde, es ist nicht so, dass man jetzt den Schlager so als dumpfen Schlager darstellt, sondern der Text ist mit einem gewissen Augenzwinkern, die Melodie ist eingänglich, genauso der Chanson finde ich fantastisch vom Flamingo. Der Flamenco, also ist eigentlich alles gut. Es ist schon so, dass sie versuchen natürlich diese typischen Musikstile zu wiederzugeben, aber ich finde nicht, dass es in so ein dumpfes Stereotypen
Abgeklatsche ausartet. Finde ich auch, aber ich finde die Frage absolut berechtigt. Das ist ja auch so ein bisschen diese letztlich jetzt so übergeordnet die Frage, die wir in dieser Podcast-Folge ja jetzt auch ein bisschen haben. Dieses, ne, aus der Schwierigkeit heraus in kindgerechter Weise natürlich irgendwie zu simplifizieren und das irgendwie runterzubrechen und auch auf etwas irgendwie Bekanntes anzudocken. Da ist man natürlich immer nur so einen Schritt weit entfernt von irgendwie Klischee und Stereotypen ein Stück weit. Ich kann nur immer hoffen, weil, also, dass sowas, wie es hier umgesetzt ist, sowohl bei Fuchs und Schaf als auch bei eben Eule findet den Beat, dass das irgendwie für alle okay ist, sage ich jetzt mal einfach, weil es, glaube ich, es gibt ja kaum noch eine andere Möglichkeit, sonst Kindern vereinfacht erstmal irgendwie so ein Bild von irgendwie der Welt, von Musik, von fremden Kulturen zu geben, wenn man es nicht ein bisschen runterbrechen darf, finde ich. Und ich finde das da gut gelungen. Und letzter Satz finde ich, also manchmal auch gerade finde ich dann auch dieses, es bestechen die Songs natürlich, ne, das ist irgendwie das, was man im Ohr hat, aber die Geschichte drumherum ist auch nicht schlecht, also die ist sogar auch sehr schön, finde ich, weil sie eben auch noch ein bisschen Kontext liefert. Und mir fällt so eins ein zum Beispiel, wo mir fällt der griechische Song ein, den ich auch total schön finde. Also da ist, glaube ich, nämlich auf der textlichen Ebene fand ich ein ganz gutes Beispiel. Es gibt, also es ist natürlich die klassische, Sarah, wie du eben sagtest, Signature-Musik. Ich sag jetzt mal Stichwort Sötaki. Aber sie, so wie wir das kennen, aber sie ordnen das insofern ein, dass sie genau sagen, dass es eigentlich erstmal die typische ursprüngliche Musik ist, der Syrtos, da habe ich gelernt, der erstmal nach innen, also die griechische Urmelodie ist und nur das Exportierte und dann natürlich wieder so ein bisschen verstereotypisierte, damit irgendwie auch der Deutsche dazu klatschen kann, ist eben der Syrtaki. Also sie setzen einerseits auf das Gewohnte, aber ordnen auch ein bisschen ein, dass solche Dinge nicht einfach so, die sagen nicht einfach nur, hier, die in Griechenland, die können nur Syrtaki, sondern sie erklären eben auch genau den Hergang so ein bisschen. Das fand ich ganz gut. Ja, das finde ich sogar tatsächlich fast noch besser als die Songs, weil die Songs sind wirklich, würde ich mal sagen, so eine kleine Musikschule. Da geht es ja wirklich darum, einfach so wirklich, da ist es sogar sinnvoll, wenn es so ganz typische Songs sind. Also sagen wir mal jetzt nicht die modernsten Interpretationen der jeweiligen Stile, sondern eine sehr klassische Form. Aber ich habe echt eine Menge gelernt. Ne? Genau das, was du gerade sagtest, diese traditionelle und die, sagen wir mal, dann lokalisierte Version der griechischen Reigentänze fand ich total spannend, fand ich super, da was drüber zu lernen. Oder auch, ne, wie die Ironie im Kontext vom französischen Chanson transportiert wird. Also es ist wirklich echt cool. Und das ist auch, was wir eben auch schon mal hatten, das Ganze wird dann auch zu einer wirklichen Reise. Ne? Also die steigen halt in diesen Bus ein und die freuen sich, irgendwie zusammen zu unterwegs zu sein. Und dann landen sie wieder bei einer Destination, lernen da wieder neue Eindrücke kennen. Also wie gesagt, das ist so mindestens finde ich genauso gut gelungen wie die Songs, die ganze Geschichte, wie die das verarbeitet oder da miteinander verwoben haben, echt super. Ja, einfach mit ganz viel Liebe. Also ich finde, wenn man auch mal wirklich bei den Texten der Songs genau hinhört, dann diese ganz kleinen, der Moritz hat es, glaube ich, eben Augenzwinkern genannt. Ich liebe das einfach. Es gibt beim Schlager-Biebern gibt es so eine Stelle, da singt hier, glaube ich, das goldene Mikro hat eine Zauberkraft, die selbst wenn du falsch singst, die schönsten Töne macht. Und dann kommt Autotune. Versteht man natürlich erstmal, also ne, Kinder finden es einfach den Song gut, aber das sind halt diese ganz kleinen Sachen, die einfach diesen Charme ausmachen, wo man einfach merkt, wie viel Liebe ins Detail da gelegt wurde. Und ich finde eben gerade auch bei diese Songs, die dann auch so musikalisch und textlich eben auch so natürlich sehr geradlinig sind, weil sie aber auch wirklich, finde ich, immer so schön so eine Essenz irgendwie einbringen, so, ne, wie dieses, wo du das mit dem Schlager sagst, dieses ist dann im Schlagerhimmel, da sind alle Ecken rund. Also dieses, da ist alles kunterbunt mit Zuckerwatte, also ne, dieses, einfach diese Welt und dieses Lebensgefühl so schön reingepackt, aber jetzt auch nicht sich irgendwie ironisch drüber erhoben, sondern es ist einfach irgendwie,
schön transportiert. Ich hatte ein Erlebnis nach dem ersten Teil von Die Olle findet den Beat, dass ich in bei meinen Großeltern in Österreich mir eine Oper angeguckt habe, wie man das so macht als Salzburgerin, ne? Festspielzeit. Und mein Großer kam und meinte, das ist eine Oper, oder? Und ich war ganz überrascht und dachte, wie soll er, woher weiß er das? Und dann sagt er, weiß ich von Eule findet den Beat, da war doch auch eine Oper. Und das heißt, es ist dann so eingängig, dass sie das, glaube ich, einfach sehr leicht abspeichern. Und ich meine, wenn wir jetzt ja schon für uns festgestellt haben, da was gelernt zu haben, ich glaube, die Kinder machen das so intuitiv, was mitzunehmen. Vielleicht andere Dinge als wir, aber ich feststelle. Und bekommen halt auch noch die Idee Europa vermittelt, was ich irgendwie ganz schön finde. Also es sind freie Grenzen, es ist überall, du siehst, du triffst halt Leute, irgendwie den Flamingo, den triffst du halt nicht in Frankreich, sondern den triffst du auf dem Weg dahin. Und wie du sagst, mit dem irischen Fuchs, der in Spanien ist und sowas. Also es ist halt wirklich, wirklich schön zu sehen, wie diese ganzen Charaktere und wo die stattfinden. Ich spiele erstmal den, der mich am meisten irgendwie mitnimmt. Jetzt bin ich gespannt. Beeil dich. Wir warten lang im Morgenland. Da haben jetzt hier, das könnt ihr nicht sehen, da haben zwei Leute einen Bauchtanz simuliert und der Moritz hat mit dem Kopf hin und her gewackelt. Ich hab dabei immer den Klassiker von Tarkan Shimerik, heißt der, glaube ich, der auch so in die musikalische Richtung geht. Ja. Man muss ja vielleicht noch einmal sagen, Sven, jetzt hatte ich dich unterbrochen, aber dieses, man hört einmal das ganze Stück integriert, Musik mit den Texten dazwischen und dann am Ende, weil einen die Songs manchmal wirklich so flashen, finde ich total geil, werden die am Ende nochmal einzeln die Songs hintereinander, dass man sich dann auch mal einfach durch Klopfen nochmal zwei, drei Songs reinziehen kann, weil sie einfach toll sind. Ich wollte eigentlich nochmal im Hörspielsegment letzten Track, das ist ja auch ein Song, nämlich nochmal eben der Eule findet den Beat, Titel, Song, jetzt also zumindest der Europa-Tour. Und da fand ich es einfach auch total super. Du hast halt quasi gerade diese Musikreise hinter dir und dann wird in dem Song wirklich dir die nahegelegt, finde deinen Style. Also das ist eigentlich egal, weil alles ist doch cool. Ne? Also jetzt hat man verstanden, warum die das so machen und die machen das so. Und es ist auch total cool, wenn du diesen Musikrichtung cool findest. Und es ist nicht uncool, weil irgendwie andere sagen, das sei uncool, sondern finde deinen Stil. Das fand ich total toll. Überall klingt sie anders auf der Welt. Sei ganz Ohr, hörst dir an. Ob du drauf stehst, weißt du dann. Probier es aus, find raus, was dir gefällt. Aber es stimmt, das ist echt auch nochmal eine tolle Message. Also das und so unaufdringlich. Ich glaube, das fasst zusammen. Es ist irgendwie alles unaufdringlich. Sowohl dieses, wir sind alle ein Europa und offene Grenzen. Man spürt das, aber es ist unaufdringlich. Und dieses, finde deinen eigenen Style, deine eigene Musik, die du gut findest, auch total unaufdringlich. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept vielleicht auch. Ne? Das ist nicht so mit der Nase in die Torte gerieben, sondern man schwingt so ein bisschen mit und man fühlt das. Oh Gott. Ja, also ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir alle Eulenfans sind. Aber das Rätsel war doch ein gutes Stichwort, weil normalerweise spielen wir ja was ein, was wir irgendwie vorproduziert haben und dann könnt ihr das raten, aber diesmal spielen bzw. sprechen wir das selber ein. Die Frage ist nämlich, welcher Song verbirgt sich hinter dieser Buchstabenfolge? Votre attention, s'il vous plaît. J. F. K. G. I. G. N. R. T. Schabba. J, F, K, G, I, G, N, R, T. Ich weiß es mal wieder. Ad hoc nicht. Ich weiß es mal wieder, dachte ich. Nein. Du weißt es ad hoc nicht. Ad hoc nicht. Aber unsere schlauen ZuhörerInnen wissen es bestimmt. Und wo können sie da nochmal die Lösung eintragen, in welches Teilnehmerformular das wo abzurufen ist, Jeppe? Auf tonis.de/podcast beziehungsweise tonis.com Moritz, ne, /podcast kann man genauso machen, funktioniert auch. Jedenfalls ist wichtig, /podcast. P-O-D-C-A-S-T. Und nee, das verwirrt, wenn du das jetzt auch noch buchstabierst. Das kriegen die Leute hin. Und dann müsst ihr tatsächlich mal drüber nachdenken, was kann eine obskure Buchstabenkombination auch in der Verbindung mit der Thematik von heute bedeuten.
Also ihr lieben Podcast-Hörer, ihr müsst halt einfach so schlau sein, wie ihr es bisher auch immer wart. Denkt kurz drüber nach. Am Ende lässt es sich tatsächlich auch googeln, aber wie das immer so ist mit Suchmaschinen, wenn man denn weiß, wonach man suchen muss. Und das müsst ihr rausfinden und ihr werdet das bestimmt schaffen. Und wenn ihr es nicht schafft und uns tatsächlich weiterhin so geistreiche Lösungen schickt, ich glaube, irgendwann bricht auch die Mauer und dann kriegen nicht mehr die Preise, die tatsächlich auf die richtige Lösung von unserem Quatsch kommen, sondern die uns halt einfach lustige Lösungen schicken. Die lustigste Lösung kriegt nicht, das muss ich sofort, ich wollte gerade sagen, die camouflagefarbene Box von Jepa, aber das muss ich zurückziehen. Das kann ich leider noch nicht, das können wir noch nicht zusagen. Aber ähnlich schön. Es gibt natürlich die orangefarbene Preise von Sarah. Ja, aber selbstverständlich. Und wer jetzt die Buchstaben nochmal braucht, muss ungefähr paar Minuten nach hinten spulen und kann sich das Ganze nochmal von. Wir sagen es noch einmal zum Abschluss. J. F. K. G. I. G. N. R. T. Schön, wie das, wenn das R rollt. Ja, das ist ja gar nicht gerollt, sondern das ist ja ein geriebenes R. Oh, ein geriebenes R. Wir hören uns. So, mit diesem geriebenen R schicken wir euch auf die Reise in die Welt außerhalb des Podcasts. Der ist nämlich jetzt zu Ende. Es war wunderschön mit euch. Also zumindest mit euch dreien. Ich hoffe auch für euch da draußen war es schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut. Tschüss. Gute Reise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Arrivederci. Bye, bye.